Und unsere nächste Sprecherin ist Frau Professor Johanna Pink, die mit Sicherheit auch was zu Wissenschaftsfreiheit und Redefreiheit sagen kann, aber eben auch zu Mut, denke ich mal, weil sie ist seit 2012 Professorin für Islamwissenschaften und für die Geschichte des Islam an unserer Universität. Und kurz zu ihrem Werdegang, sie hat also in Bonn studiert und dort auch promoviert und ist dann über Zwischenstationen in Tübingen und an der FU in Berlin dann hierher gekommen und derzeit kommt sie gerade von einem Symposium, was sie selbst organisiert hat und ihre Forschung wird zum Beispiel auch durch das Horizon 2020 Programm, also vom ERC gefördert und da geht es um den Global Koran. Okay, wir freuen uns auf deinen Vortrag, Johanna. Und wie gesagt, sie ist aber auch danach noch für die in der Podiumsdiskussion für Sie für Fragen ja, bereit. Danke. Hört man das? Geht das? Ja, okay. Annegret Wilde hat angedeutet, warum ich wahrscheinlich eingeladen worden bin. Ich kann irgendwie über Mut in der Wissenschaft reden, weil ich die Professur für Islamwissenschaft habe. Das ist jetzt ein gar nicht so selbstverständliches, weil, denke ich, ich werde versuchen, darüber ein paar Gedanken darzulegen, wie das ist, vielleicht auch exemplarisch, denn wir sehen das ähnliche Phänomen ja durchaus auch für eine ganze Reihe anderer Fächer, wie das ist, in einem Fach zu arbeiten, das aus irgendeinem Grund, mit dem man selber in seiner Forschung vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, nicht nur im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht, sondern auch in einem sehr polarisierten Kontext. Und dann werde ich auch noch kurz ein anderes Thema ansprechen, mit dem viele Kolleginnen und Kollegen, darunter auch die in der Islamwissenschaft zunehmend zu tun haben, nämlich den zunehmenden Einfluss autoritärer politischer Regime auf Forschung, auch im deutschen Kontext. Dass die Arbeit als Islamwissenschaftlerin, also dass überhaupt so jemand wie zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen vom FRIAS auf die Idee kommen, dass die Islamwissenschaft für so einen Vortrag prädestiniert ist, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen in einem Fach, das lange als Orchideenfach galt. Also als ich 1992 angefangen habe zu studieren, ja, da kamen dann so Sprüche wie, ja, da kann man mal einen Ölscheich heiraten oder so. Also es war irgendwie, die meisten Leute haben damit nicht sehr viel verbunden. Und wenn dann irgendwie ziemlich seltsame Dinge, wenn überhaupt was Politisches, dann den Nahostkonflikt. Also es gab immer so die Leute, die mal im Kibbutz waren und es deswegen studiert haben oder so. Das Fach kam ursprünglich mal eigentlich eher so aus einer Auseinandersetzung mit semitischen Sprachen im Kontext der Bibelforschung. Es war so lange Zeit sehr philologisch orientiert. Bis heute würde ich sagen, ist es inhaltlich sehr unscharf umrissen und definiert sich vor allem darüber, dass man bestimmte Sprachen kann. Also wir haben zum Beispiel viele Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich historische Forschung machen und der einzige Grund, warum die nicht in irgendeinem historischen Seminar sitzen, ist, dass sich das eben historisch so entwickelt hat, dass Leute, die arabische Quellen lesen, irgendwie in der Islamwissenschaft sitzen, auch wenn sie mit Islam eigentlich gar nichts zu tun haben. Und trotzdem werden sie aber natürlich heute von außen so wahrgenommen, dass sie zum Islam irgendwas sagen können, was schon ziemlich interessant ist. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ganz grob, also es hat natürlich eine lange Geschichte, aber bis in die 70er Jahre so war, dass der Blick der deutschen Öffentlichkeit auf den Orient, den man damals noch so genannt hat, das ist natürlich auch sehr, sehr stark in die Kritik geraten, irgendwo zwischen Desinteresse, Exotisierung, irgendwie natürlich auch europäischen Überlegenheitsgefühlen und sowas lag. Es gab auch in der deutschen Islamwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg so die ganz interessante Entwicklung, dass man lange Zeit der Meinung war, dass Islam, also der gegenwärtige Islam eigentlich keine Rolle spielt, weil diese Gesellschaften sich jetzt alle modernisieren und deswegen zwangsläufig auch nicht mehr so religiös sind und dass es deswegen auch total richtig und gut ist, dass man sich vor allem auf die ersten Jahrhunderte der islamischen Geschichte konzentriert in seiner Forschung. Und dann kam BAM, die Islamische Revolution in Iran und auf einmal sollten irgendwelche Fachkolleginnen irgendwas sagen und hatten in der großen Mehrheit überhaupt keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen, dass da jetzt auf einmal im Iran so ein Ayatollah steht und es eine islamische Verfassung gibt und so weiter. Das war ein ziemlicher Bruch für das Fach, zumindest in Westdeutschland, der DDR-Kontext wird ja wie fast überall immer mal so gern unter den Tisch fallen lassen, da war das nicht ganz so, aber
Anders vielleicht auch so, weil man dort natürlich aus anderen Gründen auch nicht so gerne den religiösen Einfluss sehen wollte. Trotzdem würde ich sagen, also das ist so ein bisschen Fall, also so ein Beispiel dafür, wie ein Fach zwar durchaus stärker im Licht der Öffentlichkeit stehen kann, aber noch nicht so wahnsinnig polarisiert, denn zu Khomeini gab es nicht so arg viele Meinungen, die man jetzt irgendwie haben konnte, zumindest nach der amerikanischen Botschaftsbesetzung und nachdem die ganzen also politischen Gefangenen ermordet wurden und so weiter. Da war es jetzt nicht wirklich so, dass man sich so extremst heftig gezofft hätte darüber, ob man das jetzt gut finden soll oder so. Das hat sich geändert, ziemlich sicher mit der Rushdie-Affäre, also der ganzen Diskussion um die satanischen Verse. Und das war vielleicht auch schon so ein früher Fall, wo es Debatten um Cancel Culture gab, nur eben von der anderen Seite, also nicht so im Wissenschaftsumfeld. Dann natürlich nochmal 2001, der 11. September, ein ganz großer Einschnitt, wo noch viel, viel stärker diese Assoziierung zwischen Islam, Radikalisierung, Terrorismus kam, und zwar als globales Phänomen. Auch hier kann man natürlich sehen, das sind keine deutschen oder deutschsprachigen Debatten, über die wir hier reden, auch wenn sie Spezifika haben, es sind natürlich auch globale Debatten. Und dann für den deutschen Kontext war sicher nochmal ein Einschnitt 2010, das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Also da hat man ganz klar gesehen, dass nochmal in ganz anderen Ausmaß und Tonfall auch Anfragen an die Islamwissenschaft kamen. Was man schon sehen konnte ein bisschen mit der Rushdie-Affäre war, dass auch die Wahrnehmung der Islamwissenschaft begann sich zu ändern. Es gab einige Jahre danach einen großen Aufruhr, als die Orientalistin Annemarie Schimmel den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. 1995 war das, glaube ich, da war ich gerade so im Grundstudium und habe die Welt nicht so ganz verstanden und das Fach natürlich auch nicht und so. Also Annemarie Schimmel war eigentlich wahrscheinlich die dienstälteste Orientalistin in Deutschland damals. Sie stand mit ihrem ganzen Lebenswerk für Verständigung und sie schwärmte für islamische Dichtung, für islamische Mystik. Sie war in der ganzen islamischen Welt ein gern gesehener Gast, in Pakistan vor allem und eben auch im Iran. Und es kam dann heraus, dass sie nach der Rushdie-Affäre ein Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, naja, sie fände das natürlich jetzt nicht gut, dass man irgendwie Morddrohungen ausspricht, aber sie fände auch das Buch von Rushdie nicht gut, denn sie hätte zum Beispiel gläubige Muslime weinen sehen, als sie dieses Buch gelesen hätten und so. Und also diese Aussage in diesem Interview wurde ihr zum Verhängnis und das Problem war wohl einfach, dass sie aus einer Zeit kam, in der diese Politisierung einfach kein Thema war und ihr überhaupt nicht klar war, dass es in diesem neuen Kontext der 90er Jahre bestimmte Dinge gibt, die man nicht ungestraft sagt. Also sie hat das gesagt und es gab einen riesigen Backlash und sie hat diesen Preis dann zwar irgendwie bekommen, ich weiß nicht, ob das ein paar Jahre später immer noch so gegangen wäre, aber es sind wahnsinnig viele Leute der Preisverleihung ferngeblieben und es war immer so ein sehr überschatteter Preis, glaube ich, über den sie sich wahrscheinlich nicht so uneingeschränkt freuen konnte. Und das ging einher so mit einem generellen Wandel des Blicks auf die Islamwissenschaft, zumindest aus einer bestimmten politischen Richtung. Die sind naiv, das sind Islamversteher, Islamverharmloser und so weiter. Also so bestimmte Begriffe kamen in die Debatte. Ein Problem dabei ist natürlich, dass die IslamwissenschaftlerInnen immer mehr aufgefordert wurden, auch Meinungen abzugeben in öffentlichen Debatten. Und dass aber eigentlich nicht das erwartet wurde, was WissenschaftlerInnen normalerweise so tun, nämlich differenzieren, verstehen wollen, auch das, also erstmal erklären statt zu werten. Und genau das wurde dann aber als Verweigerung eigentlich gesehen gegenüber einer politisch erwarteten Bewertung. Also es wurde eigentlich, Gudrun Krämer hat das mal ganz treffend ausgedrückt, sie hat gesagt, es werden eigentlich Bekenntnisse statt Erkenntnissen gefordert. Es wird eigentlich erwartet, dass man sagt, der Islam ist schlecht oder der Islam ist gut, aber natürlich soll man eigentlich nicht sagen, der Islam ist gut, man soll sagen, der Islam ist schlecht. Ja. Und wenn man weder noch tut, dann steht man sehr schnell im Verdacht, dass man dem Problem eigentlich ausweicht, dass man eben Angst hat, dass man keinen Mut hat. So. Auf der anderen Seite, man kann natürlich dann sich darauf einlassen, man kann seine Soundbites von sich geben und sagen, ja, das ist Faschismus und das ist dies und das ist das. Macht man sich auch wieder angreifbar, nämlich in seinem eigenen Fachkontext, weil natürlich die Sachen selten so simpel sind, wie irgendein Radiojournalist sie gerne gerade hören möchte. Dann sagt man eben dann einen Satz dazu und man vergleicht vielleicht irgendwas, damit das Publikum es besser einordnen kann und Vergleiche sind aber immer schwierig, weil Sachen natürlich eigentlich immer unterschiedlich sind. Ja. Also man macht sich mit all diesen Dingen einfach komplett angreifbar. Und in jedem Fall
setzt man sich einfach zunehmend dem Risiko aus, sehr heftige Reaktionen zu erhalten. Ich habe meine ersten Erfahrungen damit gemacht, ich glaube, das war 2007, da war ich so als ganz neue wissenschaftliche Mitarbeiterin in Berlin und war entsetzlich unerfahren und habe eine Anfrage vom Tagesspiegel bekommen und da ging es irgendwie um das Thema Apostasie, also Abfall vom Islam. Und ich habe dann lang und breit am Telefon was erklärt und stand hinterher mit einem Satz im Tagesspiegel und der Satz war irgendwie, der Koran würde das gar nicht hergeben, dass Apostaten getötet werden oder so. Und das wurde dann auf der damals ziemlich notorischen Webseite PI News, Politically Incorrect, also eine Seite, die mir damals noch gar nichts sagte, aber natürlich irgendwie der ziemlich rechten, dem ziemlich rechten Spektrum zuzuordnen ist und dem sehr islamfeindlichen Spektrum. Da wurde ein Screenshot von diesem Interview geteilt und auf einmal wurde ich überschüttet mit Hasszuschriften irgendwie. Und das war meine erste Erfahrung damit. Und ja klar, wenn man über Selbstzensur redet, das führt natürlich dazu, dass man sich überlegt, sage ich jetzt was, will ich mir das antun, habe ich gerade die Energie dafür, kenne ich mich gut genug aus, um mich hier überhaupt aus dem Fenster zu lehnen. Auch das ist ja noch so ein Punkt, die Islamwissenschaft ist ein kleines Fach. Aus diesem riesigen Gebiet erforschen wir vielleicht einen ganz spezifischen Kontext, der aber meistens keinen Journalisten interessiert, sondern man soll zu irgendwas ganz anderem was sagen, was eben gerade aktuell ist. Also keine Ahnung, man macht Osteuropa-Forschung und soll jetzt natürlich zum Ukraine-Krieg was sagen und nicht zu, was die Bolschewiken 1923 gerade so gemacht haben oder so. Das will keiner wissen und so ähnlich ist es bei mir natürlich auch. Genau. Das Ganze ist dann, wie gesagt, nochmal heftig aufgeflammt nach dem Sarrazin-Buch und dann nochmal 2015, weil so ein Spezifikum, würde ich sagen, des europäischen Islamdiskurses, wenn man ihn etwa mit dem amerikanischen vergleicht, ist schon, dass es sehr stark auch mit Migrationsfragen verknüpft ist. Also da kommt dieses Terrorismusmotiv rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die ganzen Dinge, die man in den USA vielleicht eher im Zusammenhang mit African Americans hat, also so Klassenfragen, mangelnde Bildung, Kriminalität, warum integrieren die sich alle nicht, warum leben die in Ghettos, warum haben die solche Familienstrukturen und sowas. Was ich dann auch gelernt habe, ist, dass es auch zunehmend, auch mit dem Aufkommen von sozialen Medien, in denen ich mich durchaus immer herumgetrieben habe, da schon einen gewissen Gender-Aspekt gibt, also dass man als Frau auch nochmal anders angegriffen wird. Ich habe vor ein paar Jahren einen Brief im Postfach gehabt, und sorry, wir haben jetzt keine Jugendlichen hier, ja? Ich will das jetzt einfach mal so vorlesen, das ist nicht jugendfrei, aber damit man einfach mal einen Eindruck bekommt und wirklich weiß, wovon ich rede. Also das Ganze war adressiert an Professor Dr. Johanna Pink, Scharia-Seminar, Professor für Islamismus und Islamisierung. Und der Brief lautete folgendermaßen in Computerschrift: Nutzt du gerne beschnittene Pimmel und lässt dich auf persische Art Arsch ficken, dass du immer so einen auf geistige Muselnutte machst? Kann ja nicht anders sein. Bei deiner Mongo-Fresse findet sich kein echter Deutscher, der dich anfasst. Nur die Kanaken, denen ist das egal, wie eine Kartoffelfotze aussieht. Geht ja nur um ein Samenklo, damit der heilige Herrenmenschensamen nicht gegen Allahs Wunsch auf dem Perserteppich landet beim Wichsen. Aber solche wie du sind ein Auslaufmodell. Du hast die Wahl, in welchem Deutschland du leben willst in 20 Jahren, ob die Scharia regiert oder der Nationalismus. Ich hoffe auf Letzteres, aber eines steht fest, dazwischen wird es nichts geben. Die linksgrüne debile Gutdeppen-Fraktion wird dazwischen aufgerieben und mit ihr so Schießbudenfiguren wie du, Rakete, Kahane und dergleichen geistige Nafri-Huren. Ich bin dann, also erst wollte ich das einfach wegwerfen, dann haben mir alle möglichen Leute gesagt, ich soll zur Polizei gehen, dann bin ich halt mal zur Polizei gegangen. Fun Fact, die haben mich gefragt, wie ich denn darauf käme, dass das irgendwie politisch sei. Ja, also vielleicht würde mich da einfach jemand nicht mögen oder so. Okay, ja, ich fand das jetzt ein bisschen, also die Idee, dass der mich einfach irgendwie hässlich fand oder so, nicht so naheliegend, aber gut. Also ist natürlich auch nichts dabei rausgekommen. Und mit sozialen Medien vervielfältigt sich sowas natürlich. Also dass man mal so einen tatsächlich getippten Brief im Postfach hat, das ist ja jetzt eher die Ausnahme, das passiert mir jetzt zum Glück auch nicht ständig. Aber dass man irgendwie auf Twitter oder so solche Kommentare abkriegt, das ist halt leider schon ziemlicher Normalfall. Und ja, diese Art von Kommentaren, die kriegt man eben als Frau auch besonders ab. Und das kann, ja, also ich fand das interessant gerade, dass es auch diesen Gender-Aspekt gibt bei der Selbstzensur und der hat sicherlich viele Aspekte, das hat bestimmt auch viel mit Sozialisation und allen möglichen Dingen zu tun, aber sowas kann eben auch reinspielen.
Interessante Beobachtung meinerseits war dann noch, dass oft von außen davon ausgegangen wird, dass diese Angriffe eher eigentlich von Islamisten kommen, also dass das eher die Richtung ist, aus der ich irgendwie vielleicht mich zurückhalte oder Befürchtungen habe. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die zu anderen Dingen forschen, wo das vielleicht so ist. Das ist sehr gut möglich. Ich hatte vor ein paar Monaten, hat die Zeit so ein Feature gemacht über mein Forschungsprojekt. Annegret hat es erwähnt, es geht um globale Dimensionen von Koranübersetzungen. Und ich hatte eine totale Diskussion mit denen, weil die unbedingt den Satz vor Angriffen fürchtet sie sich nicht oder sowas da drinstehen haben wollten. Und ich habe sie dann gefragt, welche Angriffe sie meinen. Und sie meinten, naja, so von Islamisten und so. Und ich habe ihnen dann gesagt, dass ich sowas überhaupt noch nicht erlebt habe. Und das wollten sie mir irgendwie nicht glauben und meinten, dass... würden Sie in der Redaktion aber irgendwie darauf bestehen, dass das da drin steht, ja. Im Moment beobachten eigentlich, also ich war jetzt gerade wieder auf so ein paar Präsenzveranstaltungen, war sehr nett und waren wir uns eigentlich auch grenzüberschreitend einig, dass der Islam seit Corona ziemlich aus dem Fokus gerückt ist, also nicht komplett und ich glaube auch nicht, dass diese Einstellungen weg sind, aber sie sind im Moment nicht so im Vordergrund. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie es sich entwickelt, ob vielleicht nächste Woche irgendwas passiert und dann flammt es wieder auf, aber im Moment habe ich den Eindruck, die Aufmerksamkeit ist gerade ein bisschen übergegangen auf andere Fächer, auf Virologen und Klimaforscher und OsteuropawissenschaftlerInnen und so weiter. Aber selbst wenn diese ganzen Islamdebatten irgendwann mal so abflauen, dass wir vielleicht wieder zu Orchideenfächlern und Exoten werden, was ja durchaus sein kann, sehe ich eben noch das andere Problem immer stärker werden, nämlich den Umgang mit autoritären Regimen und auch die Art und Weise, wie autoritäre Regime versuchen, gerade auch wiederum über soziale Medien auch Debatten in westeuropäischen Ländern zu beeinflussen. Ich habe meine Dissertation so also die Feldforschung habe ich so 1999, 2000 in Ägypten gemacht. Das war damals natürlich eine harte Diktatur unter Mubarak. Ich habe zu einem Thema geforscht, zu dem ich nie im Leben eine Forschungsgenehmigung bekommen hätte, nämlich zum Status von nicht staatlich anerkannten religiösen Minderheiten. Demzufolge habe ich natürlich auch keine Forschungsgenehmigung beantragt, sondern bin da einfach als Touristin hingereist und habe halt irgendwie versucht, in irgendwelche Archive zu gehen und mit Leuten zu reden und so. Das war schon, irgendwie war mir klar, dass das riskant ist, aber gleichzeitig war mir irgendwie auch klar, ohne dass ich das damals so reflektiert hätte, weil es diesen ganzen Risk Assessment Forschungsethik-Kram einfach so überhaupt noch nicht gab und mein Doktorvater auch nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre, mich da irgendwas zu fragen oder so, wie man das jetzt auch findet, aber jedenfalls war mir irgendwie auch klar, dass mir als Westeuropäerin auch schon nicht so richtig was Schlimmes passieren wird, also so im allerschlimmsten Fall war so die implizite Annahme, hätten sie mich halt irgendwie rausgeschmissen. Und dann hätte ich halt irgendwie anders schauen müssen, wie ich mein Archivmaterial bekomme oder so. 2016 ist in Ägypten, das haben vielleicht einige mitbekommen, ein italienischer Doktorand barbarisch gefoltert und ermordet worden. Das hat einen sehr großen Schock ausgelöst im Fach natürlich und auch so ein bisschen gezeigt, wie anders die Situation geworden ist, auch wie viel weniger abhängig von Europa sich Regime der Region fühlen. Sie meinen eben offenbar, es sich jetzt leisten zu können und es passiert ja auch nicht so was richtig Schlimmes. Also so, es gibt dann so ganz kurzfristig mal so Mini-Sanktionen, aber letztlich verkauft Italien denen immer noch Waffen und so weiter. Es ist nicht so richtig ein Problem geworden für Ägypten. Ja. Dann haben wir eben noch Länder, die noch ganz andere Kaliber sind, wie Iran zum Beispiel, China. Ich habe etliche Kolleginnen und Kollegen, da fängt es damit an, dass sie in die Länder, zu denen sie forschen, einfach nicht mehr reisen können, weil sie eben zu Themen forschen, die dort nicht erwünscht sind oder wo zumindest der Zugang dieser Leute zu diesen Themen nicht erwünscht ist. Und es gibt auch eine zunehmende Vernetzung autoritärer Regime untereinander, Kooperation, gerade im Bereich der Geheimdienste, der Überwachung, Professionalisierung. Man hat zum Beispiel gesehen, in Tunesien gab es ja jetzt vor kurzem einen Putsch und es gab ganz massive Versuche, soziale Medien zu nutzen, um in anderen Ländern den Eindruck zu erwecken, es sei eben kein Putsch, sondern es sei so der Volkswille, dass das Parlament aufgelöst wird und der Präsident halt die Macht ergreift. Und man hat dann, also KollegInnen von mir aus den USA haben dazu eine Studie gemacht und festgestellt, dass das sehr stark aus der Golfregion kam, also vor allem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
also von dort massiv gesteuert wurde. Und die Arabischen Emirate sind zum Beispiel im Nahen Osten so ein Hub für Geheimdienstaktivitäten. Und die ganze Digitalisierung erleichtert denen natürlich die Arbeit total. Also vor 20 oder 30 Jahren konnte man irgendwo noch relativ gute Chancen haben, dass irgend so ein Regime wie Iran zwar ganz viel Geheimdienst hat und ganz viel überwacht, aber der eigenen Datensammlung auch gar nicht Herr wird. Und im Zweifel reist man da irgendwie als Deutscher ein und die wissen gar nicht so genau, wer man ist oder so. Also das ist eigentlich bei den allermeisten Leuten, die nicht irgendwie einen iranischen Namen hatten, da war es schon immer ein Problem, aber bei den anderen ist es eigentlich immer gut gegangen. Das ist jetzt nicht mehr so. Die wissen ganz genau, wer wer ist und die lassen auch nicht mehr jeden rein oder wenn sie einen reinlassen, ist man auch nicht sicher, dass man wieder rauskommt und nicht in irgendeinem Gefängnis landet. Und man sieht es eben zunehmend auch, dass auch bei Desinformationskampagnen in sozialen Medien, die natürlich global sind und insofern eben auch Europa betreffen, immer mehr solche Faktoren eine Rolle spielen. Die Islamwissenschaft ist vielleicht ein bisschen auch betroffen durch die Aktivitäten von China wegen der Uiguren-Frage. Also auch da gibt es ja ganz klare und ganz massive Versuche der Meinungsmache. Und das ist zunehmend gut gemacht, also nicht immer, aber doch immer öfter. Es sind dann oft sehr, sehr detaillierte Aussagen, Fakten oder Pseudofakten, mit denen man eigentlich nur noch sinnvoll umgehen kann, wenn man wirklich Expertin ist für das Thema. Zum Beispiel, was den deutschen Islam angeht, kommen dann ganz oft so Auszüge aus dem Anwerbeabkommen, das damals mit der Türkei geschlossen wurde, wo es in der Tat zunächst hieß, die Leute sollten, glaube ich, maximal 5 Jahre bleiben oder irgend sowas. Steht sogar auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann wollen Akteure eben daraus ableiten, dass alle Nachfahren türkischer Einwanderer, die heute in Deutschland leben, ja eigentlich illegal hier sind. Dass das natürlich gar nicht so ist, weil Deutschland irgendwie ziemlich schnell gemerkt hat, dass es auf diese Arbeitskräfte nicht verzichten kann und die deswegen sehr wohl legal auch länger als 5 Jahre hier geblieben sind und auch ihre Familien nachholen durften und so weiter. Das muss man ja alles erstmal wissen und belegen können und so weiter, aber meistens ist da eben dann eine Handvoll IslamwissenschaftlerInnen, die eigentlich alle nicht zu deutschen Migrationskontexten forschen oder so, und die stehen dem dann eben gegenüber und das wirft dann ziemlich oft die Frage auf, also das geht vielleicht auch nochmal auf das zurück, was Veronika sagte, es kann ja viele Gründe geben, sich selbst zu zensieren und einer davon mag sein und fühlt sich bei so einem aufgeladenen Thema einfach nicht kompetent genug. Ja, man weiß genau, man hat dazu vielleicht eine Meinung, man glaubt irgendwie, dass die vielleicht auch so einen Konsens im Fach widerspiegelt, aber so richtig begründen kann man es jetzt im Moment eigentlich auch nicht und ich kann auch nicht zu jedem Twitter-Kommentar eine Doktorarbeit schreiben. Und auch das kann ein Grund sein, dass man sich vielleicht manchmal einfach raushält, dass man weiß, irgendwie, ganz offensichtliches Beispiel, Israel-Palästina. Ja. Also es ist klar, dass es in der Islamwissenschaft dort mitunter andere Perspektiven gibt, als manchmal im deutschen allgemeinen politischen Diskurs, einfach weil wir aus unserer Fachgeschichte und der Region, mit der wir uns beschäftigen, heraus uns tendenziell stärker mit Palästina beschäftigen als mit Israel und deswegen grundsätzlich einfach ein gewisses Verständnis auch für palästinensische Biografien und so weiter mitbringen. Aber das heißt ja nicht, dass jeder von uns jetzt irgendwie ausreichend Experte bei dem Thema ist, um sich gerade in Deutschland dazu aus dem Fenster zu lehnen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich das Thema, wo es bei uns im Fach die meiste Selbstzensur gibt. Weil, ja, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erklären, wie schwierig das ist. Und ich kenne jetzt wirklich nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt anti-israelisch sind oder so, also darum geht es gar nicht. Es fängt einfach schon damit an, dass man in Beiträgen vielleicht palästinensische Stimmen zu stark gewichtet aus Sicht mancher Leute oder so. Oder dass man befürchtet, man könnte es tun, das reicht ja schon. Genau, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weg von dem Thema autoritäre Regime, aber dazu habe ich eigentlich auch alles gesagt. Also das ist eigentlich das Thema, das mir unabhängig davon, wie die gesellschaftlichen Debatten in Deutschland sich entwickeln, im Moment die größte Sorge macht, weil ja auch gerade nicht so wirklich abzusehen ist, dass diese Akteure weltweit politisch an Einfluss verlieren und durch ihre zunehmende Vernetzung und Professionalisierung und Aktivität in sozialen Medien eben einfach auch hörbar werden. Und ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das letztlich auch sehr, sehr viele Fächer betreffen wird und mit dem sich eigentlich alle werden auseinandersetzen müssen. Und das auch sehr viel Medienkompetenz verlangen wird, also auch auf einem Level, der weit über dem ist, was man jetzt so in Schulen lernt oder so, sondern wirklich auch auf einem Level, wo wir als WissenschaftlerInnen nochmal eine andere Art von Kompetenz werden erwerben müssen. Und damit würde ich gern schließen.